Was würdest du eigentlich sagen, wenn ich dir beichten würde, dass ich dir fremd gehe? Ich meine natürlich rein hypothetisch. Gar nichts. Ich wüsste es ja schon längst. Ich kenne alle deine Passwörter und prüfe täglich deine Nachrichten. Außerdem habe ich in deinem Portemonnaie ein GPS versteckt. Sogar in deinem Auto habe ich eine Kamera einbauen lassen. Aber Schatz, findest du nicht, dass das vollkommen übertrieben ist? Finde ich überhaupt nicht. Wie sonst hätte ich rausfinden sollen, dass du mich mit meiner Friseurin Emily hintergehst und dass du was mit Sophie, meiner Masseusin, hast und dich sogar heimlich mit meiner Kosmetikerin Anna triffst. Aber warum hast du nie was dazu gesagt? Was meinst du, wie ich mir sonst meine Extensions leisten kann und mir jeden Tag meine Verspannungen rausmassieren lasse? Und mir wann immer ich will meine Nägel machen lassen kann. Ach Schatz, bevor du es vergisst, du hast heute noch das Treffen mit der Flugbegleiterin. Mach dir die bitte klar, ich brauche dringend Urlaub.